Guten Morgen wünsche ich allen Zuschauern und Zuschauerinnen draußen an den Bildschirmen, am Smartphone, am iPad, hier live aus dem Studio in Berlin zum 5. Bayer Agrargespräch gemeinsam mit der Agrarzeitung zum Thema Digitalisierung konkret, alles nur bunte Bilder am Monitor. Die Digitalisierung hat mit dem Corona-Lockdown in diesem Frühjahr einen Quantensprung erlebt und ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Wie selbstverständlich registrieren wir uns zu allen Veranstaltungen von Kultur, Sport oder täglichem Leben online und schalten uns in Videokonferenzen ein. Auch heute Morgen sind Sie eine Stunde live bei unserem Agrargespräch dabei und können im Chat Ihre Fragen und Beiträge stellen, ohne hier im Saal zu sitzen. Ganz vorne spielt die Digitalisierung in der Landwirtschaft mit. Laut einer Umfrage von Bitkom sind 8 von 10 landwirtschaftlichen Betrieben setzen diese digitale Techniken oder Anwendungen ein. Den Anspruch der Transformation hat auch die Bundesregierung und hat die Digitalisierung sogar in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Hinzu kommen die verschärften Auflagen von Düngung und Pflanzenschutz, die gar nichts mehr anderes zulassen, als dass sich deren Effizienz nur mit einer präzisen digitalen Anwendung und Ausbringung verbessern lässt. Wie es aktuell in der Praxis ausschaut und was Smart Farming leisten kann, darüber spreche ich heute mit den Teilnehmern des Bayer Agrargesprächs zusammen mit der Agrarzeitung Digitalisierung konkret, alles nur bunte Bilder am Monitor. Nach der Vorstellung der Diskussionsteilnehmer geben wir Ihnen einen kurzen Überblick der Lage und steigen dann ein in die Potenziale und Hürden, die mit der Digitalisierung verbunden sind. Ich verspreche Ihnen eine spannende Debatte. Damit stelle ich Ihnen meinen ersten Gesprächspartner, Dr. Wolfgang Angermeier, vor, der von Bayern wohl den weitesten Weg hier nach Berlin genommen hat. Herr Angermeier ist zusammen mit Dr. Heike Bach Geschäftsführer der Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH. Er war 13 Jahre Geschäftsführer des Anbieters von Farmmanagementsystemen FarmFacts und ist heute beratendes Mitglied der Geschäftsführung in Unternehmen, das in diesem Jahr 35 Jahre Jubiläum feiert. In Pfarrkirchen ist Herr Angermeier zu Hause. Das Studium der Agrarwissenschaften hat der Landwirt im Nebenerwerb mit der Promotion abgeschlossen. Ab 2007 war er Geschäftsführer von PC Agrar und hatte die Fäden in der Hand mit dem vor 5 Jahren vollzogenen Übergang der PC Agrar zu FarmFacts, einer Tochtergesellschaft der Bayer AG. In der Mitte begrüße ich Katharina Au. Sie ist seit vielen Jahren von der Digitalisierung in der Landwirtschaft infiziert. Die Industriekauffrau hat nach ihrer Ausbildung bei der Bayer AG das Studium zur Diplom-Kauffrau absolviert und noch einen MBA in Singapur und Indien mit den Schwerpunkten Strategie und Kommerzialisierung draufgesetzt. In ihrer Weltgewandtheit war sie 3 Jahre in einer globalen Rolle verantwortlich für die Konzeption und Einführung digitaler Geschäftsmodelle. So konnte Frau Au die Vielfältigkeit der Kundenbedürfnisse und Marktbearbeitungen in aller Welt kennenlernen. Heute leitet die Expertin für Smart Farming den Bayer Crop Science Geschäftsbereich Climate Field View und vermarktet diese Plattform. Seit Februar ist Frau Au Mitglied des Vorstandes im Arbeitsbereich Landwirtschaft beim Branchenverband Bitkom. Und Stichwort Bitkom, da bin ich mit Andreas Schweigert hier beim Bereichsleiter Landwirtschaft beim Digitalbranchenverband Bitkom. Aufgewachsen in der Technologieregion Stuttgart, studierte er Verwaltungs- und Politik in Konstanz, Grenoble und Utrecht und sammelte Erfahrungen, wie die Politik tickt, im Agrarausschuss des Europaparlamentes und im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin.
Er war beim Welternährungsprogramm in Rom und im Südsudan tätig und koordinierte dort humanitäre Krisenoperationen. Sie sind also krisenerprobt, Herr Schweigert, und fördern bei Bitkom den Austausch zwischen Agrar- und Digitalunternehmen, Landtechnik, Start-up, Wissenschaft und Politik. Zugeschaltet ist uns aus Niedersachsen Herr Jörg Schrieber. Der Landwirtschaftsmeister ist einer der ersten, der sich schon Mitte der 80er Jahre für Smart Farming begeisterte. Herr Schrieber bewirtschaftet mit seiner Frau, ebenfalls Landwirtin, und den Kindern, die beide sicherlich in die agrarwirtschaftlichen Fußstapfen der Eltern eintreten würden, einen Ackerbaubetrieb und ist in der Energiewirtschaft tätig. Mit zwei weiteren Betrieben, die Herr Schrieber im Lohn bewirtschaftet, kommt er auf insgesamt 650 Hektar. Der Betrieb liegt in Lehre, ein Ort zwischen Braunschweig und Wolfsburg an der A2 gelegen, worüber Herr Schrieber gerade, was die Bodenstruktur betrifft, uns berichten wird. Herr Schrieber ist langjähriges Mitglied im Ausschuss für Digitalisierung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, DLG. Er hat mir einige Meilensteine seiner Digitalisierung auf dem Betrieb verraten. Doch würde ich alles aufführen, würde es die Sendezeit sprengen. Deshalb sind wir gespannt, was er zu seiner jüngsten Anschaffung zu berichten hat, einer Drohne. Mein Name ist Daphne Huber. Ich bin Journalistin und seit vielen Jahren Mitglied der Agrarzeitung in Frankfurt und als Reporterin vor Ort ständig unterwegs. Das Größte ist immer wieder auf den Traktoren mittlerweile hochzusteigen, deren Führerhaus sich wie ein Cockpit anfühlt und auch sich dort alles abspielt. Sie als Zuschauer an den Bildschirmen sind natürlich auch aufgerufen, am Bayer Agrargespräch heute teilzunehmen. Bitte stellen Sie dazu gerne Ihre Fragen ins Chat und die Referenten werden Ihnen vom Ablauf her am besten in der zweiten Hälfte, so ab 8:30, offen und ehrlich Rede und Antwort stehen. Herr Schweigert, Sie sind ja als Verbandsmensch ein Bindeglied der Branche. Die Landwirte sind sehr fortschrittlich in der Digitalisierung. Doch in welchem Punkt gibt es bei Ihren Ausschusssitzungen doch dann immer mal wieder unter den Mitgliedern unterschiedliche Ansichten, wie der Stand ist? Ja, zunächst einmal kann man sagen, wie Sie auch schon zitiert haben, unsere Studie, die Landwirtschaft ist schon digitaler als viele denken. Landwirte setzen schon heute sehr viele technische, technologische Anwendungen ein in ganz verschiedenen Bereichen. Die Landwirtschaft selbst ist da auch im Vergleich zu anderen Branchen auch sehr, sehr digital. Also wenn wir uns den Bereich Spurführung, teilautonomes Fahren anschauen, da sind wir in der Landwirtschaft schon relativ weit. Und natürlich gehört auch dazu, wenn man die Digitalisierung in der Landwirtschaft voranbringen will, dass es auch eine digitale Infrastruktur gibt, die genau diese technologischen Anwendungen auch unterstützen. Und zum einen natürlich das ganze Thema Breitbandausbau im ländlichen Raum, aber auch das Thema Datenverfügbarkeit, sprich öffentliche Daten, Katasterdaten, Geodaten, die zur Verfügung gestellt werden müssen in den einzelnen Anwendungen dann eingebunden werden können. Hier gibt es noch einiges zu tun und da sind wir auch als Verband dran, hier die Rahmenbedingungen gemeinsam, wie Sie auch schon gesagt haben, mit den Akteuren aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus den Unternehmen zu gestalten. Und da sind wir gerade dran. Da haben Sie sich wirklich viel vorgenommen. Frau Au, Sie kennen sich mit Kundenwünschen aus und sind ja in der Welt schon viel herumgekommen. Wie würden Sie die Wünsche der Landwirtschaft nach Digitalisierung beschreiben? Interessanterweise würde ich, glaube ich, die Frage auch etwas umdrehen, weil Digitalisierung kann für mich immer nur ein Vehikel sein oder ein Weg zum Ziel. Deswegen ist eigentlich die Frage, wie kann Digitalisierung dabei helfen, meinen Betrieb
zu optimieren. Und dafür muss, glaube ich, der spezifische Kunde oder der Landwirt oder jeder Betrieb einmal für sich auch verstehen, wobei kann mir Digitalisierung eigentlich helfen? Entweder bei der Automatisierung von Prozessen, bei der Unterstützung von agronomischen Entscheidungen oder bei der Vereinfachung meiner Arbeitsleistung, sodass ich mich auf Dinge fokussieren kann, auf die ich mich gern fokussieren möchte. Und das würde ich sagen, von den Kundenwünschen her, muss man das so ein bisschen unterscheiden, weil die Kundenwünsche sehr divers sind, je nachdem, wo ein Landwirt auch aktuell steht und was er mit Digitalisierung auch erreichen möchte. Das wäre so vielleicht mein Start. Herr Angermeier, Farm-Management-Plattformen, sind das nur für Betriebe und Unternehmen mit Masterabschluss in der Agrarökonomie? Nein. Aber lassen Sie mich vielleicht am Anfang nochmal auch auf Ihren Titel kommen. Der ist ja journalistisch sehr klug aufgebaut. Digitalisierung konkret, mehr als nur bunte Bilder am Monitor. Auch hier könnte ich mit einem ganz kurzen Ja antworten. Aber ich denke, wir sollten das Thema Digitalisierung tatsächlich auch ein bisschen breiter fassen und jetzt nicht gleich konkret werden und sagen, ja, welches Tool soll ich auswählen, was ist für mich das Richtige, sondern wir müssen Digitalisierung auch verstehen als ja, Technologie- und Werkzeugkasten. Ja. Und Digitalisierung findet ja nicht nur im landwirtschaftlichen Betrieb, wie Herr Schrieber dann gleich auch nochmal ausführen wird, statt, sondern auch in allen Bereichen, im vor- und nachgelagerten Bereich, in allen Spezialdisziplinen, in der Züchtung, in der Landtechnik, in der Vermarktung mit dazu. Und wir sollten Digitalisierung daher eher als Bezeichnung für eine Ära verstehen, so vergleichbar vielleicht mit vor 100 Jahren, als die Mechanisierung begann. Ja. Die Ackerschlepper vor 100 Jahren, die haben zunächst einmal, wie der Name sagt, geschleppt, also Lasten gezogen. Mittlerweile sind es hochkomplexe technologische Werkzeuge, die Daten sammeln, Daten verwerten und aus diesen Daten wird sehr viel gemacht. Wenn wir es jetzt bei der Digitalisierung hernehmen, vor 50, 70 Jahren sind die ersten Computerrechner entwickelt worden. Ja, die haben gerechnet. Die haben einfache Rechenoperationen gemacht. Was ist daraus entstanden? Und so wird sich das auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt, in alle Bereiche mit rein. Herr Schrieber, Sie sind Vorreiter im Smart Farming. Sollen Ihre Berufskollegen mehr Energie dazu verwenden, sich über die Anbieter neuer Technik zu informieren, als eben, ja, ich sag's mal salopp, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren gegen die ganzen Auflagen? Ja, mein Aspekt mit der Digitalisierung zu Beginn war natürlich auch rein ökonomischer Natur. Das heißt, die Aufzeichnung meiner ganzen Betriebsmittel, meiner ganzen ausgebrachten Mengen, um am Ende zu sehen, wo mein Geld bleibt, wo ich Geld verdiene oder nicht. Mittlerweile hat sich aber der Ansatz der Digitalisierung für mich völlig gedreht. Wir sind jetzt mehr praktisch auf dem ökologischen Pfad der Digitalisierung. Also wir versuchen über Sensorik festzustellen, wo auf unserem heterogenen Standort noch letztendlich man mit weniger Emissionen auf die Natur möglichst wenig Beeinträchtigung der Natur fassen kann. Und dazu, so wie Sie sagten, hilft mir auch die Drohne, um auch weiter Bilder zu sehen oder zu sehen, wo meine Bestände abreifen und wo ich mehr oder weniger Betriebsmittel ausbringen kann. Meine Berufskollegen sind in vielen Bereichen da leider, es ist ja so, dass die bürokratische Arbeit eines Landwirts immer mehr wird, leider. Und auch das Vorplanen von Arbeiten und das Aufnehmen der Ergebnisse, der Sensoren, ist natürlich alles viel, viel Büro- und Schreibtischarbeit. Und das ist natürlich in der Landwirtschaft in der Regel nicht so beliebt. Und das verschreckt viele. Und da kann man nur an die Anbieter rangehen und sagen, ihr müsst es einfacher machen. Es muss einfacher gehen, sodass wir schneller Effekte bis auf den Acker oder auf das Tier oder wo auch immer hindurch sehen können. Herr Schweigert, Sie haben es gehört, an die Anbieter herangehen. Sie sind eben bei Bitkom, da sind die Anbieter alle versammelt. Nehmen wir mal das Beispiel Düngeverordnung. Sie verlangt geradezu nach digitaler Ausbringungstechnik. Können Sie da berichten, was eben Ihre Anbieter da planen? Ja, im Bereich Düngeausbringung, Nitrateintrag, das ist natürlich derzeit ein Riesenthema in der Landwirtschaft. Und ich glaube, auch hier müssen wir gucken, das haben ja auch Wolfgang Angermeier und Katharina auch völlig richtig gesagt, Digitalisierung ist in diesem Bereich auch ein Werkzeug, um genau politische Ziele auch zu erreichen. Und hier haben wir einen großen Werkzeugkasten, auf den Landwirte auch zurückgreifen können, wo man nutzen kann, beispielsweise um ganz bedarfsgerecht oder bedarfsgerechter
zu düngen. Und das wird auch vielfältig eingesetzt und ist auch schon bereits bei Landwirten im Einsatz. Und wir sind hier beispielsweise über Satellitendaten, lassen sich Felder ganz genau auf den Quadratmeter genau analysieren, um dann auch daraufhin auf Basis dieser Daten zu sagen, wie viel beispielsweise muss dort gedüngt werden, um bedarfsgerecht hier auch Düngung auszubringen. Und da sind die Unternehmen natürlich, auch die bei uns in Bitkom aktiv sind, haben da schon einige Anwendungen, die bereits im Einsatz sind. Vielleicht darf ich hier nochmal ergänzen. Gerne, Meier. Ich stelle nämlich auch ein wirklich massives Konfliktfeld zum Tragen kommt. Herr Schieber, Sie haben Technologien angesprochen. Das ist ja Sensorik, Kamerasensorik, die Sie verwenden, die wir entweder über die Drohne machen können, was wir auch über Satelliten machen können. Aber das sind Informationen, die wir gewinnen. Nur wir haben enorme Probleme, dass diese Informationen auch in der Regulatorik verwendet werden können. Denn von Seiten der Agrarverwaltungen, die Düngeverordnung wird ja als EU-Recht vorgegeben, in deutsches Recht umgesetzt und dann in Landesrecht nochmal interpretiert. Das heißt, wir haben in Deutschland 16 verschiedene Fassungen der Düngeverordnung. Und wenn es jetzt darum geht, solche Werkzeuge, Daten, die jetzt über Drohnen oder solche Dinge erfasst wurden, in diese Regulatorik einzubringen, dann muss das von den Fachbehörden anerkannt werden. Und dann haben wir diesen Weg, nicht den Gang nach Canossa, sondern den Gang durch die Landesbehörden. Und das ist ein Unding, denn das kann heute nicht mehr geleistet werden, aufgrund der hohen Differenziertheit, die in der Regulatorik stattfindet und vor allen Dingen auch aufgrund der häufigen Änderungen, die stattfinden. Also wir kommen teilweise in der Softwareentwicklung gar nicht mehr hinterher, die Dinge, die jetzt teilweise sehr kurzfristig vorgegeben werden, auch entsprechend umzusetzen. Also wir wären gerne schneller, Herr Schieber, aber da haben wir halt auch den Gang mit den Windmühlen der Bürokratie zu leisten. Vielleicht ein Punkt, der in dem Zusammenhang hier schön deutlich wird, genau an dem Beispiel, ist eben, dass die Komplexität von Digitalisierung eben gerade genau das ist, dass es unheimlich übergreifend ist. Also es ist nicht einfach nur ein Unternehmen oder eine Firma, die das so einen Prozess von vorn bis hinten begleiten kann, sondern genau das, was Herr Schrieber auch beschrieben hat und was Sie vorhin gefragt haben Richtung Kundenbedürfnisse, ist es ja möglichst einfach, auch diese Tools einsetzen zu können. Und das bedeutet eben, dass im Hintergrund die politische Infrastruktur geschaffen werden muss, dass verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten müssen, dass agronomisches Wissen auch mit der Technik vor Ort auf dem Betrieb spricht und entsprechend einfach auch in der Umsetzung dann machbar ist. Und das ist genau das, was, glaube ich, an dem Beispiel der Düngeverordnung sehr schön klar wird. Digitalisierung bietet sehr große Chancen, aber genau das ist durchaus auch etwas im Hintergrund, die Komplexität, die es eben nicht ganz so einfach macht, wie es sich der Landwirt auch teilweise wünscht. Aber Herr Schrieber, vielleicht können Sie da auch. Genau, Herr Schrieber, ich würde jetzt auch noch mal gerne, weil ja sehr viele Praktiker auch zuschauen bei uns, Sie noch mal fragen. Sie haben ja mit Ertragskarten angefangen und ich hatte es ja schon angedeutet, Sie hatten sehr, sehr heterogene Bodenstrukturen. Ich denke, das ist ja mit auch eines der wichtigsten Punkte neben den Wetterdaten, wo wir noch kommen. Aber beschreiben Sie es gerne mal. Also wir sind hier an der A2 entlang. Das ist wie so ein Bodenäquator, sage ich mal. Alles, was nördlich geht, hat Einflüsse letztendlich aus der Lüneburger Heide runter, also Sandböden, leichte Böden. Auf der anderen Seite sind die Hildesheimer Magdeburger Börde Ausläufer und das kommt hier alles zueinander, sodass wir also hier einen sehr heterogenen Standort haben. Und das hat mich also von Anfang an dazu getrieben, letztendlich damals, irgendwann 1995, wo keiner noch so genau wusste, wie man mit Digitalisierung und Precision Farming beginnt, war ja das Erste immer so, dass was damals kam, waren die Ertragskartierungen der Mähdrescher. Am Ende sind wir dann aber in 2004 gestartet und haben eine digitale Hofbodenkarte entwickelt, weil es bildet immer wieder den Boden ab, immer wieder der Standort. Und da ist natürlich mein Standort hier prädestiniert dafür, weil er halt so heterogen ist. Und ich möchte noch einmal auf die Technologien kommen und habe da auch schon letztendlich eine kleine Idee, wie man einen Teil der Digitalisierung leichter an die Landwirtschaft bringen kann.
In Niedersachsen ist es ja so, so wird es, glaube ich, ist es, glaube ich, auch in anderen Bundesländern, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in Wasserschutzgebieten betreut werden über sogenannte Ingenieurbüros, die letztendlich Düngeempfehlungen nach alter Manier, also mit Enminproben, Nitratcheck und so weiter machen. Und dieses Geld, was dafür über den Wasserpfennig, wie das finanziert wird, das ist ja alles geregelt. Aber nicht aufgenommen in diese Kataloge der Beratung ist zum Beispiel das Erstellen von Applikationskarten. Das ist ja genau das, was dem, sage ich mal, normalen Landwirt, der nicht so gerne EDV bedient, die Probleme bereitet. Und über diese Ingenieurleistungen müsste zukünftig dieses Erarbeiten von Applikationskarten über die verschiedenen Sensoriken geschehen. Da sind Ingenieure, die könnten sowas. Das Problem ist nur oftmals, dass der das Geld in der Hand hat, in dem Fall in Niedersachsen das NLWKN, die Leute dort, die wissen gar nicht, wie weit heute solche Technologie geht. Und was, und da ist auch in der politischen, in der administrativen Ebene einfach ein Informationsdefizit. Da muss mehr Aufklärung gemacht werden, auch von der Politik nach unten, dass gesagt wird, guckt euch an, was geht, fördert sowas. Im Moment ist das da, sage ich mal, passiert da gar nichts. Und das geht meines Erachtens nicht. Vielen Dank. Herr Angermayer. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel und auch ein sehr anschauliches Beispiel, wie es denn draußen in der Praxis läuft. Jetzt wir als Hersteller von Werkzeugen, und da wird es wirklich auch sehr augenscheinlich, was Digitalisierung zum Leisten imstande ist. Wir bieten Werkzeuge an, die eben solche Applikationskartenerstellung ermöglicht. Aber man kann nicht jede Applikationskarte vollautomatisiert erstellen. Da ist einfach das Know-how des Standortes, das Know-how des Landwirts, aber auch die Zielsetzung, was man damit verfolgt, umzusetzen. Ja. Also von der Seite her ist es ein Werkzeug in den Händen des erfahrenen Agronomen, Beraters, wer auch immer das Ganze macht. Ja. Und Sie sprechen einen weiteren Punkt an, Herr Schieber, kann ich Ihnen nur voll zustimmen. Ohne jetzt irgendwelche Schelte zu betreiben, bitte nicht missverstehen als auch von den Zuhörern, aber wir haben tatsächlich schon, wenn wir Landwirtschaft über Digitalisierung in der Landwirtschaft sprechen, dann soll es nicht nur die Landwirtschaft, der Landwirt als solcher sein, der digitalisiert, sondern es muss der gesamte Bereich digitalisiert werden. Das betrifft genau den vorgelagerten Bereich, genauso wie den nachgelagerten Bereich, die Vermarktung, aber eben auch die Beratung und die staatlichen Stellen. Und das sehen wir an vielen Stellen schon noch, ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig, enorme Defizite. Wollen wir auch noch den Verbraucher mit einbinden? Die erste Publikumsfrage. Frau Au, wie beurteilt der Verbraucher die Digitalisierung in der Landwirtschaft? Eher positiv aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Ökologie oder eher ablehnend, weil sich Landwirtschaft damit noch mehr technologisiert? Also die Frage ist durchaus berechtigt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass in den Diskussionen gerade mit der Gesellschaft genau diese Angst auch besteht, also einer Technologisierung der Landwirtschaft. Auf der anderen Seite müssen wir auch einfach Zeit darauf investieren, insgesamt als Landwirtschaft dann auch zu erklären, wie wir Digitalisierung dafür nutzen können, Landwirtschaft auch gesellschaftsfähiger zu machen, weil wir eben genau diese Möglichkeit haben, digitale Technologien zu nutzen, um Entscheidungen auch durchaus transparent zu machen, Entscheidungen zu erklären und zu visualisieren und auch dem Verbraucher besser verständlich zu machen, warum dünge ich hier auf diesem Schlag in dieser Art und Weise oder warum bringe ich heute hier ein Insektizid aus. Also ich glaube schon, dass da drin eine sehr große Chance besteht, aber ohne Erklärung sehe ich definitiv das Risiko, was hier in der Frage auch angesprochen wurde, dass diese Technologisierungsangst so ein Dämon ist, so ein generalistisches Negativbeispiel, was natürlich den Verbraucher durchaus auch genau in diese Richtung treibt. Aber da müssen wir aktiv gegenarbeiten und erklären. Und dann, denke ich, besteht da durchaus eine sehr, sehr gute Chance, Digitalisierung zu nutzen, um Gesellschaft und Landwirtschaft näher wieder zueinander zu bringen. Da würde ich auch vielleicht ganz gerne noch mal kurz einhaken. Und Katharina auch zupflichten. Ich denke, es ist ganz viel Kommunikation. Man muss auch letztendlich auch dem Verbraucher sagen, dass die Landwirtschaft und auch zeigen, dass die Landwirtschaft heutzutage einfach auch ja, technologischer ist als noch vor 50 Jahren. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass man hier auch versucht hat und mit Hilfe von ja, Technologie Landwirtschaft auch effizienter macht. Und jetzt auch eben diesen ganzen Bereich Ökologie auch viel stärker noch mit berücksichtigen kann.
Und ein zweiter Punkt, den ich noch machen möchte, ist eben das ganze Thema Transparenz. Ich glaube, hier sehe ich auch eine riesige Chance der Digitalisierung, dass man letztendlich auch Produktionsprozesse transparenter machen kann, den Verbraucher mitnehmen kann, Landwirtschaft auch erlebbarer machen kann. Also es ist auch beispielsweise in der Corona-Krise gab es ganz viele Landwirte, die auch beispielsweise über Plattformen ihre Produkte auch vertrieben haben, dort gezeigt haben, wie sie produzieren, kommuniziert haben. Und ich glaube, hier kann Digitalisierung Landwirtschaft und Verbraucher einfach noch mal viel stärker zueinander bringen. Ich nehme das gerne noch mal auf, Landwirtschaft und Verbraucher. Das ist ja, was die Landwirte so auf die Straße treibt und ihre Wut eben sich zu äußern, indem sie eben alle, wie Herr Angermeier ja auch schon angesprochen hat, alle Vorgaben, alle Formulare ausfüllen, Vorgaben einhalten. Und dennoch wird ja natürlich jetzt auch politisch durch den Green Deal von der EU-Kommission oder Aktionsprogramm Insektenschutz eben die Wirkstoffmenge von Pflanzenschutzmitteln beispielsweise sozusagen quasi per Gesetz um die Hälfte reduziert. Insofern, Herr Schrieber, raten Sie hier Ihre Kollegen, die vorhandene Technik aufzurüsten oder besser eine Neuanschaffung in neue, effiziente Maschinen? Naja, das eine hat mit dem anderen jetzt erstmal nichts zu tun. Also ich bin auf dem Weg im Moment auch über meine Arbeit in der DEG im Ausschuss der Digitalisierung. Wir müssen Wege finden und dazu ist die Digitalisierung ein Mittel, auch darzustellen, dass wir nachhaltig arbeiten. Wenn wir mal auf das Nachhaltigkeitszertifikat der DEG schauen, dort werden ja die drei Säulen der Nachhaltigkeit, sage ich mal, sehr schön abgebildet und in vielen Aspekten abgefragt. Die vierte, alles überspannende, ich will gar nicht sagen Säule, aber der Schirm darüber ist das Management. Also wie macht der Betriebsleiter das, diese drei Säulen untereinander zu bekommen? Und wenn wir sowas am besten noch von unabhängiger Hand und für jeden Standort für sich, und das ist ja die große Krux, an meinem Standort kann und hoffe ich, ist das, was ich tue, sehr nachhaltig. An einem Standort 100 Kilometer weiter kann das ja wieder ganz anders sein. Und der Milchviehhalter in den Bergen kann das ganz anders sein wie der an der Küste. So, und das ist aber die große Krux. Und da sehe ich einen sehr guten Weg, wie wir über schlaue Instrumente mit KI, mit vielen Aspekten in sich immer wieder die Betriebe neu bewerten und sagen, so, der macht das gut. Der versucht, auf jede Heterogenität seiner Flächen einzugehen. Der macht mal eine Teilbehandlung, der macht mit Insektizid mal nur eine Randbehandlung am Wald und solche Geschichten. Und da sehe ich also Digitalisierung als vielleicht auch mit als Kontrollinstrument. Aber da ist es eine Sache, wo wir im Nachhinein dokumentieren können, wir machen das gut. Und wir geben uns Mühe, wir sind immer dabei, nicht nur gesunde Lebensmittel zu produzieren, sondern auch am Rande unsere Natur nur so viel zu belasten, wie es unbedingt nötig ist. Und das ist für mich der Weg Digitalisierung. Da muss es weitergehen, dass wir dem Verbraucher gegenüber, der bei uns im Dorf, den ich jeden zweiten Tag am Feldrand treffe, der mit seinem Hund spazieren geht, mit dem bin ich sowieso im Gespräch. Mit dem, sage ich, ist man immer wieder vor Ort im Gespräch und da hat man sowieso einen recht guten Leumund, da wird man manchmal gefragt, Mensch, heute Nacht warst du ja wieder unterwegs, nachts macht man ja eigentlich nur böse Sachen, die man nicht erlaubt sind und wenn man denen dann mal erklärt, in der Mittagshitze, da ist das, ne, und viele, viele Aspekte dabei, mit denen ist man sowieso im Gespräch, aber der großen Masse, die am Ladentisch steht und an der Theke steht und kaufen will, der muss man es auch rüberbringen können. Frau Au hat hier ein Umdenken eingesetzt. Ich wollte gerne noch mal antworten oder ergänzen auf den Herrn Schrieber. Ich finde die Punkte, die er genannt hat, absolut, absolut richtig und wollte noch mal kommentieren, dass ich in der Frage, wie Sie sie eben gestellt haben, auch ein gewisses Risiko sehe, weil wir teilweise in den Diskussionen die ganze Komplexität auch etwas vereinfachen. Wir müssen sehr aufpassen, 50% Pflanzenschutzmittelreduktion
direkt damit zu erklären, ja, ist ja jetzt gar kein Problem, weil wir können ja mit Präzisionslandschaft und Landwirtschaft und Digitalisierung all das lösen. Das ist schon etwas komplexer und ich glaube, der Kernpunkt, um den es geht, den hat Herr Schrieber auch gerade gut beschrieben, ist die präzisere und standortspezifischere Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. Und damit ist noch nicht die Diskussion auch beendet, zu sagen, es ist per se über alle Flächen eine 50-prozentige Reduktion sinnvoll oder eine Reduktion von Wirkstoffen. Also wir müssen da schon aufpassen, dass wir das eine nicht mit dem anderen vermischen und Digitalisierung da als den Heilsbringer auch ausschließlich sehen, um Reduktionen umzusetzen. Es geht immer darum, genau vor Ort präzise dem Standort gerecht zu werden und das zu tun, was notwendig ist und nicht einfach pauschal über alles. Herr Angermeier. Auch hierzu nochmal ergänzend, genau in diese Diskussion mit rein, jetzt am Beispiel der Düngung. Es ist ja nicht so, dass die Landwirtschaft jetzt immer mehr und jedes Jahr noch mehr düngt. Das Ganze kostet ja auch Geld. Also das ist ja betriebswirtschaftlich gesehen kein Spaß, dass man jetzt Düngerstreuer oder Pflanzenschutzmittel ausbringt. Und wenn man sich jetzt auch nur die Zahlen anschaut, der Verbrauch von mineralischen Pflanzenschutzmitteln im letzten Jahr ist auf dem Stand, wie wir 1960 waren, bei Stickstoff jetzt bezogen, ja, mineralische. Dazu kam natürlich ein bisschen mehr Wirtschaftsdünger, höhere Intensitäten und so weiter. Also ist schon mehr Dünger auch angefallen. Aber wir haben im gleichen Zeitraum die Ertragsfähigkeit von zum Beispiel Weizen verdreifacht. Also wir haben in dem Zeitraum auch eine deutliche Effizienzsteigerung. Ich möchte das jetzt bestimmt nicht alles der Digitalisierung zuschreiben. Sie hat bestimmt auch einen bestimmten Einflussbereich dazu. Gerade jetzt in den letzten Jahren, wo es wirklich jetzt darum geht, an welchen Stellen ist welcher Bedarf und wie können wir diesen Bedarf möglichst zeitlich richtig und auch mit der richtigen Technik applizieren. Das sind die Werkzeuge, die wir jetzt mit digitalen Hilfsmitteln unterstützen können. Und da sind wir sicherlich noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Sicherlich ist es so, dass wir alle dazulernen, auch von Seiten der Entwicklung, auch von Seiten der Softwareherstellung. Natürlich geht es darum, die Daten, riesige Datenmengen zu bewegen, daraus möglichst kurzfristig entsprechende Ableitungen zu treffen. Aber ich denke, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Aktuell gibt es gefühlt für jeden Arbeitsschritt, jeden Hersteller sein eigenes Programm, teilt uns ein Zuschauer mit. Wir müssen teilweise aus mehreren Pools am Ende doch per Hand alles zusammentragen. Herr Schweikert, wie binden Sie eben die Anbieter, Thema oder Stichwort Schnittstellen, mit ein? Ja, das ist natürlich ein Riesenthema bei der Digitalisierung. Die einzelnen Anwendungen müssen natürlich miteinander verbunden werden können. Ein Landwirt hat meistens auch Maschinenanwendungen von verschiedenen Herstellern. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass die miteinander auch kommunizieren können, dass da auch die Usability letztendlich auch leicht wird. Da sind aber auch die Hersteller dran. Da gibt es auch auf europäischer Ebene Initiativen, um genau hier diesen Datenaustausch hinzubekommen und zu verbessern. Und ich denke, auch hier sind wir auf einem guten Weg, weil es hat letztendlich auch jeder erkannt, dass es der einzige Schritt ist, um ja auch die Nutzbarkeit von solchen Anwendungen zu verbessern. Es gibt ja genau im Bereich der Landtechnik auch ein Gremium, die AEF, die sich genau um die Standardisierung dieses Datenaustausches in der Außenwirtschaft kümmert. Da gibt es einen bereits ISO-zertifizierten Standard, den sogenannten ISO-Bus-Landwirtschaft. Der wird mittlerweile erweitert, auch auf nachrichtenbasierte Formate. Es gibt eine Initiative der Landtechnik, die sich im letzten Jahr zu der sogenannten DKI GmbH zusammengeschlossen haben und herstellerübergreifend einen Datenhub betreiben, wo eben die Daten von Maschinen unterschiedlichster Hersteller übereinander kommunizieren können. Wir selber haben dazu auch eine Softwareanwendung geschrieben, sodass die eben auch die Daten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb verarbeitet werden können. Das ist das Next Maschinenmanagementsystem. Also es gibt da sehr, sehr viele auch Lösungen bereits, aber sie müssen natürlich in den Markt gebracht werden. Und sie müssen auch sich über den entsprechenden Nutzen beim Landwirt erst beweisen. Und wie steht es, Frau Au, mit den herstellerunabhängigen Techniken, die man zusammen verbinden kann? Ich glaube, das sind genau die Themen, die eben schon angesprochen wurden. Also das ist eine große Herausforderung für die gesamte Industrie, da auch über seinen eigenen Tellerrand eines Unternehmens auch hinauszuschauen und genau in diese Richtung auch zu arbeiten, weil wir einfach wissen, das ist ja auch ein Lernprozess, dass man allein auch nicht weiterkommt. Und die Forderung des Nutzers ist absolut berechtigt,
einfache, kompatible, miteinander zu verbindende Lösungen auch zu haben. Dass wir da heute noch nicht sind, das sehe ich durchaus auch, aber ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass wir auch hier in dem gesamten Bereich der Digitalisierung einfach auch noch in einem auf einem Entwicklungskurs sind und da sicherlich auch noch also ich bin mir hundertprozentig sicher, genau wie beide eben das auch schon gesagt haben, dass wir das sehen werden, aber dass wir da sicherlich auch heute noch nicht sind. Nein, darf ich? Ja. Darf ich nochmal einhaken? Also ich möchte eigentlich die Diskussion, die Ausrede der landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr gelten lassen, dass das nicht geht. Es gibt so viele Bereiche, die jetzt hervorragend funktionieren. Man muss halt nur so ein paar Regeln beachten. Man darf zum Beispiel nicht mitten in der Saison auf einer der Maschinen Software-Update machen und so weiter. Ne? Aber wenn Systeme, sage ich mal, zwischen Schlepperherstellern, das gibt es in der ganzen anderen Industrie nicht, dass sie von einem amerikanischen Hersteller auf einem deutschen Hersteller die beiden Stecker zusammenstecken und es funktioniert. ISOBUS funktioniert heute in 95-97% der Fällen. Das geht. Also das ist für mich keine Ausrede mehr, wenn ein Landwirt sagt, nee, das funktioniert alles noch nicht und so. Das ist völliger Blödsinn. Ich möchte die Diskussion eigentlich verlassen und würde gerne nochmal auf die Wirkstoffe kommen. Und bei den Wirkstoffen, da ist es für mich sehr wichtig, dass der Landwirt nicht nur, sage ich mal, wir haben es ja von der Bayer zum Beispiel auch gelernt, die ganze Resistenzproblematik mit dem Ackerfuchsschwanz. So, und da hat uns ja die Bayer sehr schön an die Hand genommen und hat gesagt, ihr müsst auch ackerbaulich entsprechend arbeiten. Es wird zukünftig nicht mehr so sein, dass man nur noch einen Wirkstoff hat und damit ist alles geheilt. So, und da haben wir ja auch eine hervorragende Zusammenarbeit, in dem Falle jetzt mit der Bayer, dass wir die von vornherein gesagt haben, wenn ihr mit diesem Ungras Probleme habt, dann müsst ihr eine ganze Flotte von Maßnahmen ergreifen, weitere Fruchtfolgen, spätere Aussaattermine, Wechsel von Wirkstoffen und so weiter. Und so muss heute Landwirtschaft betrieben werden. Es funktioniert einfach nicht mehr, in irgendein großes Gerät irgendwie ein Mittel reinzukippen und alles ist schön. Die Zeiten wird es auch nicht mehr geben und so wird man auch Wirkstoffe, auch wenn neue Wirkstoffe kommen, sie schnell verheizen. Wir müssen eine ganze Palette von ackerbaulichen Maßnahmen mitnutzen, um da sauber zu bleiben. Und genauso ist es aber auch wichtig, dass wir auf europäischer Ebene da im gleichen Wettbewerb bleiben. Wenn wir dieses Beispiel mit den Neonikotinen, ne, wenn in Brüssel alle Minister zusammen sind, dann sind sie sich alle einig und wollen die Neonikotine verbieten, weil die Bienen den Weg in ihren Bau nicht finden. Oh, wenn sie dann aber nach Hause fahren, dann stellt die Hälfte von Europa letztendlich Ausnahmeanträge. Und rechts und links von uns, also östlich und westlich von uns, dürfen Neonicotinoids zum Beispiel in der Beizung der Zuckerrübe eingesetzt werden und wir dürfen es nicht. Das sind Sachen, die Ärger ist wirklich verständlich groß, Herr Schreber, gerade in diesem Bereich. Auch jetzt Polen und Frankreich sind ja wieder dabei, Notfallzulassungen zuzulassen, die eben den deutschen Landwirten im Rübenanbau fehlen. Aber Herr Schweigert, nochmal, wie binden Sie die Wissenschaft mit ein? Auch die Hersteller, ich sage mal, von Düngemitteln und Pflanzenschutzmittelanbieter sind ja mehr als nur noch Produktanbieter, oder? Ja, sicherlich. Also auch in dem Bereich entwickelt sich sicherlich auch ein Großteil der Unternehmen immer mehr zu Dienstleistungen. Also es ist jetzt ja auch durchaus möglich, dass man sagt, wenn man mithilfe auch von Technologie effizienter wirtschaften kann, dann muss man nicht mehr das Produkt selber verkaufen, sondern man verkauft letztendlich eher auch eine Dienstleistung. Und da gibt es natürlich dann schon auch ein Wandel teilweise auch in Geschäftsmodellen und das betrifft natürlich alle Unternehmen, alle Branchen im landwirtschaftlichen Bereich. Die Publikumsfragen, die uns auch viel erreichen, gehen natürlich um das Thema Datenschutz, Datenhoheit, das wir heute natürlich auch noch aufgreifen wollen. Herr Angermeier, wie steht es um den Datenschutz? Sie haben ja ein sehr umfassendes Farmmanagement-Programm. Wie können Sie da den unbefugten Zugriff auf Daten sicherstellen? Also zunächst muss man sicher klar trennen, Datenschutz, dafür gibt es die Datenschutzgrundverordnung, das ist EU-weit geregelt, das Ganze, bezieht sich auf personenbezogene Daten. Es sind aber natürlich in einem Farmmanagementsystem deutlich mehr Daten drin, die sicherlich zum Teil deutlich interessanter sind als die rein personenbezogenen Daten.
die aber jetzt nicht unter die Datenschutzgrundverordnung fallen. Wir machen das seit 35 Jahren grundsätzlich so, dass alle Daten dem Landwirt gehören. Das war in den ersten Jahrzehnten ganz einfach, weil es da keine Internetanwendungen gab. Da gibt es diese, wie man heute so schön auf Bayerisch sagt, On-Premise-Anwendungen. Das heißt, die beim Landwirt installiert sind, auf dem Rechner des Landwirts installiert und die Daten sind beim Landwirt. Da ist das Thema ohnehin einfach. Bei den aktuell sehr stark forcierten Online-Anwendungen ist es natürlich etwas komplexer. Da liegen die Daten auf einem zentralen Server. Wir legen großen Wert darauf, dass die Server unter der europäischen Datenschutzrichtlinie laufen, also kein Zugriff auf im amerikanischen Bereich mit dazu. Aber auch hier grundsätzlich der Punkt, die Daten gehören dem Landwirt. Wir bieten ein Werkzeug für den Landwirt, um seine Daten, ich betone nochmal, seine Daten ganz groß geschrieben, zu verwalten. Und wenn wir aus diesen Daten bestimmte Dienste anbieten, die auf ein anderes System verlinken, dann erfolgt dies nur und ausschließlich mit expliziter Zustimmung des Landwirts. So können wir sicherstellen, dass die Daten nur im Einflussbereich des Landwirts bleiben und nur dann rausgehen, bestimmte Daten, wenn der Landwirt dementsprechend zustimmt. Das halte ich übrigens für eine der ganz, ganz wesentlichen Kernaussagen und auch Kernkompetenzen unseres Unternehmens, weil wir von Anfang an das so gemacht haben und solange ich hier was zu sagen habe und auch die Leute in unserem Unternehmen herrscht Einmütigkeit. Das ist die einzige Möglichkeit, um hier eine Vertrauensbasis, die dringend nötig ist, beim Landwirt Akzeptanz zu finden, zu schaffen und auch weiterhin zu erhalten. Herr Schweikert, der Bitkom-Verband hat ja im Frühjahr eine sehr schöne Umfrage veröffentlicht und auch da war ja die Digitalisierung für mehr als jeden zweiten Landwirt eine Herausforderung, weil sie eben auch ein Risiko darin sehen, unter anderem eben, wem gehören die Daten. Und was haben Sie daraus schließen können aus Ihrer Umfrage? Also ich kann dem Herrn Angermeier da auch nur zustimmen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch hier sehen, das Thema Datenhoheit auch, ist ein zentrales Element, auch in der Digitalisierung. Die Landwirte müssen darüber entscheiden können, was passiert mit ihren Daten. Gleichzeitig haben Daten natürlich einen enormen Wert. Also sie bilden die Grundlage eigentlich von allen digitalen Anwendungen und ermöglichen es dann auch, neue Anwendungen zu entwickeln, bestehende Anwendungen weiterzuentwickeln. Und hier haben wir beispielsweise auch in der besagten Umfrage gefragt, wären denn Landwirte bereit, ihre Betriebsdaten zur Verfügung zu stellen? Ein Großteil, also weit über zwei Drittel, hat das bejaht, wenn sie letztendlich dann auch eine Gegenleistung dafür bekommen. Das muss nicht immer finanzieller Art sein, aber ich glaube auch hier Landwirtinnen und Landwirte haben auch verstanden, dass Dateninformationen einen Wert haben. Und wenn sie einen Gegenwert dann bekommen, beispielsweise eben eine Dienstleistung oder man kann das noch auch auf staatliche Institutionen dann ausweiten, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, die entsprechenden Daten dann für Anträge, Agraranträge dann automatisch an die Behörde weiterzuleiten, wenn immer unter der Voraussetzung, dass der Landwirt es denn auch möchte. Dann habe ich da natürlich einen enormen Wert, eine enorme Zeiteinsparung. Und ich glaube, auch in der Richtung müssen wir auch stärker kommunizieren und auch weitermachen. Also Frau Au, was zählt am Ende, der Mehrwert oder der Datenschutz? Ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Also so wie Herr Angermeier eben auch schon mal gesagt hat, Datenschutz ist sehr, sehr klar geregelt. Und dafür gibt es eine Grundlage, an die sich meiner Meinung nach auch alle Unternehmen halten. Und das ist auch extrem wichtig, hier eine gute Basis auch zu haben. Darüber hinaus würde ich genau das forcieren, was Herr Schweikert gerade auch gesagt hat. Es geht immer darum, die Transparenz dafür zu geben, wofür werden Daten auch eingesetzt und nutzt es mir am Ende. Wenn ich eine Applikationskarte für eine optimale Düngeapplikation oder eine optimale Pflanzenschutzapplikation haben möchte, dann muss ich natürlich auch Standortinformationen eingeben und im Prinzip auch den Algorithmus damit füttern, um ein gutes Ergebnis herauszubekommen. Und wenn ich sage, ich möchte diese Daten nicht weitergeben, dann kann ich natürlich auch keine Applikationskarte bekommen. Und das ist genau das, glaube ich, was auch eben schon mal gesagt wurde. Es ist immer wichtig,
wichtig, dem Landwirt die Hoheit darüber zu geben, darüber zu entscheiden, was mit grundsätzlich seinen Informationen passiert. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht im direkten Gespräch, wenn man den Mehrwert dann aufzeigt, dann wird es eigentlich keine Diskussion mehr. Also wenn der Landwirt oder der Kunde oder wer auch immer am Ende der Nutzer ist, den Mehrwert nicht erkennt, wird er auch tendenziell sagen, ich möchte meine Daten nicht teilen. Aber wenn ich etwas nutzen möchte, dann bin ich auch sehr offen und bereit, Daten zu teilen, die für die Anwendung relevant sind. Wenn man da, darf ich? Ja, gerne, Herr Schreber. Wenn man da mal rechts und links der Landwirtschaft guckt, gibt es ja in der digitalen Ebene viele Bereiche, wo auch Unternehmer vorher, sage ich mal, zurückgeschreckt sind auf Digitalisierung und mittlerweile da voll eingestiegen sind. Ich habe da im Kopf ein Telemetriesystem eines großen Lkw-Herstellers, die ja auch oftmals diese Fahrzeuge alle leasen und die waren erst alle sehr, sehr skeptisch, solch ein System zu nutzen, weil dann ja der Hersteller auch noch weiß, wo, wie viel diese LKWs laufen und so weiter. Mittlerweile ist das aber so, dass sich das völlig umgedreht hat, weil die Sensorik auf diesen Fahrzeugen so gut die Bedienungsfreundlichkeit und die Bediener dokumentieren, sodass heute viel der Lkw-Fahrer, sage ich mal, mit der Qualität der Bedienung dieser Maschine Geld verdienen kann. So, also da entsteht eine Win-Win-Situation. Und wenn man sowas auf digitaler Ebene auch vielleicht über staatliche Portale hinbekommt, dass man zum Beispiel in einem Portal, in dem wir unseren Pflanzenschutz, unsere Düngemittel registrieren, auch als Arbeitswerkzeug da reinschauen können und sagen, so, ich möchte jetzt ein Mittel sowieso vom Hersteller XY, meinetwegen der Bayer, nehmen und möchte jetzt auf meiner Fläche und gehe in das Portal, in ein GIS-System und gucke. Und das System könnte mir sofort sagen, jawohl, wenn du das so machst, bist du gesetzeskonform, so darfst du das. Das ist ein Mehrwert, den alle landwirtschaftlichen Betriebe sofort nutzen würden, weil es ist immer ein Riesen, sage ich mal, eine Riesenrecherche zu schauen, darf ich dieses Mittel, das ist ein neues Mittel, welche Randauflagen hat das und so weiter, darf ich das auf der Fläche einsetzen. So, und das ist das beste Beispiel, wo wir sofort drauf einsteigen würden, um zu sagen, jawohl, das ist gesetzeskonform, das würde laufen. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis nochmal. Aspekt ist auch nochmal, dass es natürlich den Landwirten, vor allen Dingen was die Mitarbeiterschulung betrifft, an dem Know-how fehlt, um eben die ganze Digitalisierung zu erfassen. Und eine Frage kommt auch nochmal aus dem Zuschauern, Herrn Angermeier, Sie kommen aus Bayern, das mit durchschnittlich 36 Hektar die kleinste Betriebsgröße im Bundesvergleich hat. Kurz gefasst, die kleineren Betriebe setzen noch kaum Lösungen für teilflächenspezifische Düngung oder Pflanzenschutz ein. Warum ist das so und wie kann man das eben ändern? Gut, um diese Lösungen tatsächlich einzusetzen, sind entsprechende Maschinen notwendig. Diese Maschinen haben natürlich mittlerweile eine bestimmte Leistungsfähigkeit, haben einen bestimmten Preis und erfordern auch eine bestimmte Einsatzfläche. Da ist überbetrieblicher Maschineneinsatz prädestiniert und wir tragen dem dadurch Rechnung, dass wir eben tatsächlich komplette Lösungspakete anbieten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, was wir jetzt seit einigen Jahren machen, die teilflächenspezifische Maisaussaat. Wir können aufgrund der Heterogenität des Standortes entsprechend entscheiden, welche Aussaatstärke verträgt, welche Teilfläche in welchem Schlag, machen daraus eine Applikationskarte für die betreffende Sorte, geben das an einen Lohnunternehmer weiter, der die entsprechenden Maschinen im Einsatz hat, der arbeitet das Ganze ab. Je nachdem, mit welchem Saatgut er arbeitet, welche Sorten, kommen natürlich auch die Informationen, die Sorteninformationen der Hersteller mit dazu. Ein Hersteller ist ein bisschen großzügiger mit Informationen, ein anderer weniger großzügig. Aber das wird sich einpendeln. Und das sind so Beispiele, dass eben gerade der überbetriebliche Maschineneinsatz hier ein extrem wirksames Mittel ist und auch ein gutes Beispiel dafür. Maschinenringe oder überbetrieblicher Maschineneinsatz ist ja vor 50, 60 Jahren entstanden, eben auch um Maschinen zu nutzen. Jetzt geht das Ganze in die Digitalisierung weiter. Das ist wirklich ein schönes Beispiel und lässt sich sehr, sehr gut auch in andere Anwendungsbereiche übersetzen.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz auch dazu kommentieren. Ich sehe auch so ein bisschen die Gefahr, dass das auch ganz leicht zur Ausrede wird. Wir haben hier kleinstrukturierte Gebiete, wir können Digitalisierung ja eigentlich gar nicht nutzen. Und da finde ich auch noch mal ganz wichtig, auch noch mal herauszustellen, dass die teilflächenspezifische Applikation von Düngung und von Pflanzenschutz ja nur ein Ergebnis von Digitalisierung ist. Und es geht ja schon viel weiter vorn auch los. Also ich kann unterschiedliche Entscheidungen auch mit Digitalisierung unterstützen. Ich kann meine Dokumentation sauberer aufstellen. Einige Beispiele, die Herr Schrieber gerade auch schon genannt hat, haben nichts damit zu tun, wie groß mein Betrieb ist. Also ich glaube, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht das Strukturkriterium als Ausschlusskriterium von Digitalisierung auch begreifen. Aber natürlich ist es so, dass ein Teilaspekt, gerade der, der eng auch mit Maschinen verknüpft ist, am Maschinenpark hängt und dann genau diese Wege auch gegangen werden. Noch ein Satz als Landwirt. Ich habe selber kleine Landwirtschaft, durchschnittliche Betrieb, Flächengröße 1,5 Hektar. Keine eigene Maschine. Ich lasse alles vom Lohnunternehmer machen. Der hat sehr, sehr große Maschinen und seit wir mit großen Maschinen arbeiten, sind meine Erträge deutlich gestiegen. Damit kommen wir eben zum wichtigen Punkt. Was kostet die Digitalisierung und wer bezahlt sie oder wer kann sie bezahlen? Auch hier kommt eine Publikumsfrage. Wie werden Softwarelösungen in die Pflanzenschutzmittelpreise eingepreist? Das ist natürlich eine sehr spezielle Frage. Würde ich Frau Au bitten. Also ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen zu eng gestellt und ich glaube erst einmal, dass wir auch wieder zurückgehen sollten auf den konkreten Mehrwert, um den es geht. Und ich würde die Frage jetzt erstmal grundsätzlich mit Nein beantworten. Also Softwarelösungen in Pflanzenschutzpreise einzupreisen ist für mich jetzt nicht der eine Weg, auf jeden Fall nicht. Aber es kann für Firmen wie Bayer ein Weg sein, um in der ein oder anderen Anwendung auch Dinge miteinander zu kombinieren. Wenn ich zum Beispiel genau darüber nachdenke, ich möchte hier einen optimalen Herbizideinsatz auf der Fläche auch mehrjährig sicherstellen, dann denke ich vielleicht nicht mehr über den Produktkauf an sich nach, sondern mir ist es wichtig, dass ich dieses Feld auch von Ackerfuchsschwanz nachhaltig und im sauberen Resistenzmanagement sauber halte. Und dann kann ich mir natürlich auch andere Geschäftsmodelle überlegen. Aber die Frage würde ich trotzdem mit Nein beantworten. Die Landschaft von Geschäftsmodellen ist so vielfältig, dass es, glaube ich, sehr zu kurz gegriffen ist, hier das mit Betriebsmitteln, Produktpreisen von Betriebsmitteln, Düngung, Saatgut oder Pflanzenschutz ausschließlich zu kombinieren. Vielen Dank, Frau. Bevor ich dann noch zum Schluss zur Bauernmilliarde komme, die wir natürlich nicht unterschlagen wollen, Herr Schrieber, noch mal an Sie die Frage, was sehen Sie für ein Einsparpotenzial durch die Digitalisierung auf Ihrem Betrieb? Ja, in Bezug auf Nährstoffe sind wir da also schon ein ganzes Stück weiter, sodass wir letztendlich eine Einsparung in Bezug in Euro, will ich gar nicht mal sagen, aber meine ganze digitale Hochbodenkarte, meine ganze Grundnährstoffversorgung, mittlerweile auch Stickstoff, hat natürlich eine riesen Umverteilung erfahren. Das heißt, da, wo wir hohe Erntemengen wegfahren, wird jetzt auch mehr gedüngt und da, wo wir nicht so hohe Erntemengen waren, entsprechend weniger. Das hat, sage ich mal, in Summe, wie gesagt, keine Einsparung gebracht, aber liefert somit sichere Ernten. Und wenn wir jetzt im Pflanzenschutz weitergehen, da sehe ich ja zukünftige sensorische Entwicklungen, ob über Drohnen oder über andere Erfassungsmöglichkeiten, auch noch weitere Einsparmöglichkeiten. Wir müssen ja auch ein Stück weit dann auch wieder, wie ich schon gesagt habe, der ganze Landbau mit Fruchtfolgen, mit allem drum und dran, muss dahin führen, dass auch wir Betriebsmittelgeld von einem Bereich, sage ich mal, das permanente Bodenbearbeitung, sage ich mal zum Beispiel, die kann bestimmt in einigen Bereichen ein bisschen weniger werden und auf der anderen Seite können wir ein bisschen mehr ausgeben für Sensorik, für Erfassung von Zuständen, um dann präzise auszubringen. Also da wird so eine Umschichtung sein, eine Einsparung, da wäre ich erstmal vorsichtig. Wahrscheinlich ist es Ihnen aber auch schon passiert, dass Sie eben auf dem Acker waren und eben in ein Funkloch geraten sind. Deshalb nochmal die Frage, Herr Schweigert, was tut Bitkom politisch, damit es zu einer wirklich flächendeckenden, leistungsfähigen, digitalen Infrastruktur auf Basis von Glasfaser und 5G kommt? Die Bauern sind zunehmend unzufrieden eben mit der Internetversorgung.
Ja, natürlich. Also das Thema Mobilfunkausbau, Glasfaserausbau ist natürlich ein Riesenthema und letztendlich auch eine Grundvoraussetzung, dass wir auch digitale Anwendungen auf dem Acker im ländlichen Raum auch einsetzen können. Was wir da konkret tun, ist, dass wir natürlich auch mit den Mitgliedsunternehmen, mit der Politik schauen, wie können wir hier mehr Tempo auch in den Mobilfunkausbau reinbringen. Einerseits gibt es natürlich Bereiche, wo sich letztendlich auch ein Ausbau ja, rein wirtschaftlich nicht lohnt. Auch hier muss dann auch der Staat mithelfen, dass sich letztendlich auch ein Geschäftsmodell dann daraus entwickeln kann. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, Anerkennungsverfahren auch zu beschleunigen. Also teilweise dauert es einfach auch 2-3 Jahre, bis ein Mast genehmigt wird, bis er dann gebaut wird und so weiter. Da brauchen wir einfach auch mehr Tempo, auch in diesen Genehmigungsverfahren. Ein weiterer Punkt ist auch, dass wir beim Thema 5G, da sind wir natürlich dran. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele digitale Anwendungen aktuell benötigen noch gar kein 5G. Ich glaube, auch viele Landwirte wären da auch froh, wenn es bei 3G oder 4G auch einen Mobilfunkstandard gäbe. Und hier sind wir natürlich auch dran, dass genau auch diese Grundversorgung möglichst schnell und noch schneller dann in den ländlichen Raum auch kommt. Genau, und das Ziel sollte natürlich sein, 5G auf jeder Wiese. Die Bauernmilliarde ist ja von der Bundesregierung in Aussicht gestellt worden. Und zwar soll, ich hatte auch noch mal nachgefragt, im Bundeslandwirtschaftsministerium eben Programme damit unterstützt werden von 21 bis 2024, um eben die Landwirtschaft bei dem anstehenden Transformationsprozess hin zu einer umweltgerechten Landwirtschaft zu unterstützen. Herr Schrieber, sind Sie denn da auch mit Programmen, Stichwort Experimentierfelder, die eben auch vom BML unterstützt werden, dabei, sich zu engagieren? Ja, die Experimentierfelder waren ja auch mit Federführung der DLG in einige wenige Experimentierfelder vollumfänglich, sage ich mal, ausgeschrieben. Letztendlich ist das aber dann alles zerschlagen worden und diese ganzen Experimentierfelder wurden wieder in ein, sage ich mal, Hochschul- und Universitätsmedium gebracht und viel, viel Grundlagenforschung und eigentlich kommt von diesen Geschichten viel zu wenig auf den Betrieben an. Also ich hätte diese Geschichte eigentlich mehr mal wirklich an die Basis gebracht. Wenn man jetzt sich die Experimentierfelder anschaut, sind es wieder Hochschulen, wo, wie gesagt, Grundlagenforschung gemacht wird und wo auf den Betrieben eigentlich zu wenig ankommt. Ich hätte das mehr nach unten in die Basis gebracht. Und nochmal ein Wort zu Herrn zu der Bitkom-Geschichte. Letztendlich, wir müssen bei diesem ganzen System mit G5 und so auch dolle aufpassen, die Resilienz, die Ausfallsicherheit. Ne? Es gab ja Planungen, dass eine Gerätekombination von einem Schlepper und einer Maschine gar nicht mehr miteinander sprechen, sondern beide sollen mit dem Internet über G5 reden. So, aber diese Entwicklungen dürfen wir auf keinen Fall hinnehmen. Wir müssen ja auch immer mal darauf achten. Wir wollen es alle nicht hoffen, aber wenn es mal irgendeinen V-Fall, irgendwas auf der Welt gibt, dass diese Systeme ins Schwanken kommen, wir müssen immer noch arbeiten können. Wir müssen Lebensmittel erzeugen können. Und deswegen ein bisschen auch diese Resilienz, diese Ausfallsicherheit immer mit im Auge behalten. Eine wunderbare Überleitung zum Schluss, denn die Sendezeit ist nahezu erreicht. Vielen Dank, Herr Schrieber. Wirklich nochmal sehr, sehr wichtig der Hinweis, dass eben nicht Forschung ist wichtig, aber es muss natürlich auch in die Praxis umgesetzt werden. Denn Begeisterung für den Einsatz von innovativer digitaler Technik wecken, das ist heute unser Anliegen und gewesen und Landwirte und Landwirtinnen eben in die Lage zu versetzen, mit passender Software und künstlicher Intelligenz ihre pflanzenbaulichen Entscheidungen mit allen zur Verfügung stehenden Daten für den gesamten Betriebsprozess zu treffen. Denn Digitalisierung konkret ist mehr als nur bunte Bilder am Bildschirm. Darüber haben wir eben heute Morgen heiß diskutiert. Und die Digitalisierung ist auch nicht mehr aufzuhalten, aber lässt sich auch nicht in Lichtgeschwindigkeit einführen. Wie Herr Schweigert ja sagte, es geht auch mit 3G oder 4G.
Wichtig ist noch mal festzuhalten, der persönliche Kontakt zum Berater, zum Acker bleibt erhalten. Da kann man sicher sein. Und es geht darum, die Effizienz im Pflanzenbau, aber auch in der Tierhaltung so zu steigern und die Landwirtschaft, wie es Frau Au so salopp sagte, gesellschaftsfähig zu machen, um mehr Umweltaspekte mit in den Produktionsablauf einzubinden. Natürlich ist die Umstellung auf den gesamten Betriebsprozess und noch alles vom iPad zu steuern nicht einfach und sehr komplex. Aber auch Herr Schreber hat ja eindrücklich eben praktische Beispiele genannt, wie es gehen kann. Und Herr Angermeier unterstützt Sie eben auch mit den richtigen Tools. Und insgesamt können Sie von einem gesamten Team ausgehen, von Lohnunternehmen, Betriebsmittelhersteller, Softwareanbieter, Landhandel und Agrarhandel, die eben zusammen die Digitalisierung auch auf den Betrieben voranbringen. Also haben Sie keine Scheu, Smart Farming kann jeder. Und obendrein sparen Sie noch Zeit für Sport, Freizeit, Familie und Freunde. Für die Diskussion danke ich Ihnen heute, dass Sie hier im Studio waren und zugeschaltet. Herr Schreber, vielen Dank, Herr Angermeier, Frau Au, Herr Schweigert. Ein Dank geht an die gesamte Crew der Technik und Kamera und Support. Weitere Informationen zu allen bisher geführten Bayer Agrargesprächen und wenn Sie das heutige sich nochmal anschauen wollen, erhalten Sie auf der Internetseite agrar.bayer.de Agrargespräch. Tägliche Berichte, wie aktuell die Folgen, die Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest, die in Deutschland grassiert, und auf die Märkte aktuell zur Politik, Unternehmen, Wirtschaft, aber auch Getreide- und Ölsaatenmärkte, liefern Ihnen täglich das Team der Agrarzeitung unter www.agrarzeitung.de und immer wöchentlich in der Printausgabe der Agrarzeitung. Das nächste und damit sechste Agrargespräch kann ich Ihnen jetzt schon verraten, wird ebenso spannend und praxisnah wie heute. Am Freitag, den 9. Oktober, treffen wir uns wieder zur gewohnten 8 Uhr Morgenstunde im Livestream. Dann diskutieren hochkarätige Experten über das Thema persönlich, digital, ganzheitlich. Wie sieht Beratung in der Zukunft aus? Ich wünsche Ihnen und uns allen endlich Regen, damit die Herbstaussaat erfolgreich Sie jetzt abschließen können, und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie gesund.